Hallo. Ich wollte euch erinnern an diese Musik hier. Könnt ihr euch erinnern? Ich habe sie euch vor wenigen Tagen vorgespielt. Das ist Musik, die Ulrich Warnke, der Biologe, eingestellt hat. Der hat das Buch geschrieben, Die Öffnung des dritten Auges. Er hat mehrere, hat eine ganze Menge Bücher veröffentlicht zum Thema Quantenphilosophie. Die beschreibt, wie wir Menschen mit dem Jenseits, mit unserer alten Erinnerung in Verbindung treten können, sollten. Und wenn wir uns diesen Transformationsprozess ansehen, in dem wir uns gerade mittendrin befinden, dann müssen wir es sogar, um diesen Schritt zu finden in die neue Zeit. Nun ist ja gestern ein großer Tag gewesen, der 21. Dezember. Es war der Eintritt, der kalendarische Eintritt ins Wassermann-Zeitalter. Es war Wintersonnenwende und es war die Konjunktion von Saturn und Jupiter, die so eng standen wie sehr, sehr selten in den Zeitenepochen unseres Daseins. Ja, und dann gibt es noch die Sonnenstürme, die Sonnenflares, von denen viele Experten, Astrophysiker behaupten und nachweisen, dass sie Einfluss haben auf uns, auf unsere Psyche. Denn es ist wie eine Art zunehmender Druck, der jetzt auf uns alle einwirkt. Und ja, so manch einer spürt das auch. Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe im Moment so tageweise Phasen, wo ich stehend einschlafen könnte. Das ist völlig untypisch für mich, weil ich bin eigentlich wie eine Maschine, wie eine Nähmaschine, die durchläuft, ohne anzuhalten. Aber im Moment, und dann ist es eben auch so, dann genieße ich das auch und lege mal wirklich für eine halbe Stunde die Beine hoch. Auch wenn ich vielleicht nicht schlafe, was ich aber dann meistens tue, ich mache diesen kraftvollen Nap, diesen Sekundenschlaf, den kenne ich ganz gut auch von früher und kann mich einlassen auf die Ruhe, auf die Stille in mir, außerhalb von mir, um diesen irren Transformationsprozess, diesen Sprung eben auch ganz zu verinnerlichen. Und dieser Wintersonnenwendetag, der ja praktisch wieder die Kante bildet zum Umbruch auf das Halbjahr mit den längeren Tagen. Also es ist jetzt dann genau ein halbes Jahr, bis wir den längsten Tag wieder haben und die kürzeste Nacht. Und gestern war es die längste Nacht und der kürzeste Tag. Und jetzt wird jeder Tag wieder ein kleines Stückchen länger. Das heißt also nicht mehr Stunden, sondern was unsere Tagesaktivität angeht, die der Sonne und auch der unserer eigenen inneren Sonne, unseres Motors. Ich war gestern Abend auch draußen, habe auch ein Feuerchen angemacht. Andreas ist drin geblieben, der hat ein Buch gelesen und meinte, es sei wichtig, dass ich das für mich alleine mache, weil ich es unbedingt tun wollte. Und er hat drin ein Buch gelesen über das dritte Auge und hat auf seine Weise den Transformationsprozess weiter mit beschleunigt. Und ich war draußen und habe mit den Wesenhaften gesprochen, mit den Energien, habe mich verbunden, spürte plötzlich, dass ich singen kann, soll, darf. Dann habe ich laut gesungen, hier in den dunklen Wald rein. Es hat geregnet ohne Ende, aber da ich gut eingepackt war, war das völlig problemlos. Ja, und es kam so viel Stärkendes
und Kräftigendes für die Welt. Es war eine Art Meditation, aber eben auch ein Zustand zwischen vollkommenem Bewusstsein und einem weggetragen werden dürfen während des Gesangs. Und es gab einige Wünsche, die ich mit hinausgesandt hatte. Und die Bitte, uns die Augen weiter zu öffnen, damit wir erkennen dürfen, auf was es jetzt ankommt und was wir alle weiter tun dürfen, um den Transformationsprozess zu stärken, zu unterstützen und zu beschleunigen. Ja. Und und ich hatte euch ja gestern vorgelesen, was die Nornen, die drei weisen Frauen, so vor sich hin spinnen, die das Weltenschicksal immer durch die Hände wie Fäden gleiten lassen und es mit beeinflussen, sitzend unter dem Weltenbaum. Und ich habe noch ein Gedicht gefunden, beziehungsweise die Freundin, die mir eben auch diesen anderen Text, den ihr gestern gehört habt, zugeschickt hatte. Und es ist ein Gedicht über die Nornen. Und das möchte ich euch vorlesen, bevor ich euch dann das vortrage, was eine Leserin aus dem Kanal geschickt hatte und was ich heute Morgen auch eingestellt hatte und wie eine Art Antwort empfunden durfte auf das, was ich gestern Abend gefragt habe. Was dürfen wir noch tun? Aber da komme ich gleich drauf. Also, dieses Gedicht heißt Die Nornen und es ist uralt. Es sitzen drei Frauen gar einsam am Baum. Dort trotzen sie Wetter, Zeit und auch Raum. Das Haar ist ergraut, die Stirn liegt in Falten. Die Fäden des Schicksals in Händen sie halten. So spinnen die Alten bei Tag und bei Nacht, zu lenken gemeinsam des Schicksales Macht. Nornen, voll Ehrfurcht, sie werden genannt, Schwestern des Schicksals in Wallvatersland. Die erste heißt Urd, ist unendlich weise, kennt alles Vergangene, und doch ist sie leise. Nebst ihren Füßen ein Brunnen stillsteht, er ist voller Weisheit. Das Wasser, es lebt. Die zweite, Verdandi, zur Gegenwart gewandt, den seidenen Faden hält sie fest gespannt. Den Menschen ist sie ziemlich milde gesonnen, sorgt oft für viel Glück und manchmal auch Wonnen. Die dritte im Bunde am Weltenbaum lebt, den Faden der Zukunft beständig sie webt. Skuld ist ihr Name und klar ist ihr Blick. Sieht stets nur nach vorne und niemals zurück. Die Schwestern, sie richten so über uns alle. Doch gilt ihr Spruch auch in göttlicher Halle. Selbst Asen und Wanen aus Göttergeschlecht sich beugen den Nornen, denn so ist das Recht. Begehrst du auch Auskunft über Heil oder Not? Die Nornen, sie schweigen, so will's das Gebot. Das Schicksal erfahren? Dich zähmen musst du. Es selbst kannst bestimmen. Drum lass sie in Ruhe. Ein weises Gedicht, wie ich finde, eins, das wirklich wunderbar ist und uns auch weiterhelfen kann, diese Welt, diese unsichtbare Welt, ja, zu sehen, erkennen, verstehen dürfen und vor allem die Weisheit am Ende sagt und zeigt uns, es macht gar keinen Sinn, zu fragen nach der Zukunft. Ich weiß, da gehen welche in die Palmblattbibliotheken und
manchmal auch zu Weissagerinnen oder hellsichtigen Frauen und Männern oder Astrologen. Ich will nicht alle in einen Topf werfen, ich will auch überhaupt nichts bewerten. Das muss natürlich jeder selber wissen. Aber letztendlich ist das, was hier gerade gesagt wurde, mehr als richtig. Denn was bei allen zum Beispiel astrologischen Bemessungen ja niemals berücksichtigt wird, ist Folgendes. Also ihr werdet geboren in einer bestimmten Planeten- und Sternenkonstellation und das sagt dann das und das und das, wenn ihr ein Skorpion seid mit einem Aszendenten Schütze, dann habt ihr die und die Fähigkeiten, Talente oder auch Charaktereigenschaften. Aber das gilt so für den Eintritt ins Leben. Nun ist aber unser Leben dafür gedacht, dass wir uns entwickeln, weiterkommen. Und wenn auch zur Geburt die Sterne eine gewisse Konstellation hatten, so haben doch wir alles in der Hand. Unsere Aufgabe sollte sein, den Sinn des Lebens zu verstehen. Nämlich zu verstehen, dass wir schon viele Erdenwanderungen hier waren und der einzige Zweck, warum wir wieder hierher geboren wurden, der ist, dass wir uns entwickeln, dass wir höher kommen, dass wir möglichst irgendwann dort ankommen, dass wir nicht mehr inkarnieren müssen, sondern dort sind, was man das Paradies nennt, den blauen Planeten, wo es kein Unglück, kein Leid, kein Falsch gibt. Sondern nur Schönes, Lichtes, Glück, Entwicklung. Da kann man sich auch noch weiterentwickeln. Ja, und wenn jetzt unser Horoskop also zur Geburt so und so war und wir eventuell auf den früheren Erdenwanderungen nicht so richtig auf der guten Spur waren, sondern einiges Karma auf dem Puckel mitbekommen haben, so dann wird Folgendes passieren. Wir müssen das Karma ja auch ablösen. Dafür kommen wir ja auch her. Denn mit Karma kommt keiner ins Paradies. Das muss weg. Da müssen wir alle dran arbeiten. Also heißt, wir dürfen kein Neues dazulassen und wir sollten das Alte durch Leid, durch Schmerz, durch das, was uns selbst von uns, von der eigenen Persönlichkeit auf die Lebensrolle geschrieben wurde, abgelöst werden. Das heißt, wir stehen an einer Wegkreuzung, vor allem wenn wir in unserer Vollkraft sind, also nach der Pubertät. Da sind wir voll im Saft, da haben wir volle Verantwortung. Auch nach dem Gesetz sind wir mit 18 geschäftsfähig und verantwortlich eben auch. Und verantwortlich, nicht unverantwortlich, und verantwortlich. Und damit sind wir natürlich auch für unsere persönlichen Entscheidungen sämtlichst verantwortlich. Ja, und wenn jetzt einer seine Weichen stellt Richtung Licht, nach oben, weil ihm vielleicht jemand über den Weg gelaufen ist, der ihm geholfen hat, der ihn an der Hand nimmt und sagt, hey, schau mal hier, wenn du das machst, dann gehst du in diese und diese Entwicklung. Und wenn du dich mit dem Licht verbindest, wenn du Gott suchst, wenn du Jesus folgst, wenn du gut sein willst, wenn du zur Vergebung und Versöhnung bereit bist und nicht immer nur nachtragend und draufhauen, nein, den anderen Weg wählst, dann hat man den Weg eingeschlagen, der einen von altem Schicksal und Karma viel schneller ablöst. Das könnt ihr sehr gut nachlesen in diesen drei Büchern im Lichte der Wahrheit. Es wird genau beschrieben, sobald der Mensch sich zum guten Wollen entschlossen hat und diesen Weg auch geht und auch mit sich ringt immer wieder, also auch durch schwierige Zeiten sich durchbewegt, aber dranbleibt, draufbleibt, Blick nach oben, zuversichtlich Gottvertrauen. Dass dann das, was man sein Karma nennt, dass das schneller abzulösen ist, manchmal sogar nur noch symbolisch. Also nur noch etwas, was man sonst vielleicht durch viele Wochen und Monate, vielleicht sogar Jahre, hätte schwer
und Schmerzen durchleiden müssen, dass das plötzlich symbolisch abgelöst wird. Vielleicht ein kleiner Auffahrunfall oder sowas, wo man gerade noch irgendwie gut rauskommt und niemand geschädigt wurde. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, um zu versuchen, euch Symbolik ein bisschen näher zu bringen, was das angeht. Also es ist möglich, dass es dann halt nur ein kleiner Auffahrunfall ist, während es eventuell ansonsten ein ganz schwerer mit Verletzungen, vielleicht mit Haftungen anderen gegenüber und so weiter gewesen wäre. Weil ihr gut wollt, weil ihr auf dem richtigen Weg seid. Deswegen gerade so ein Beispiel ist gut übrigens geeignet, dankbar zu sein, auch wenn man einen Auffahrunfall hatte. Dankbar, dass nichts passiert ist. Man sagt ja heute so lax dann nebenher, ja, ist ja nichts passiert, das ist das Wichtige, ist nichts passiert. Aber der tiefe Dank dafür, warum es so glimpflich, so harmlos abgelaufen ist, der fehlt oft. Und man muss sich dann nur mal vorstellen, oh je, was wäre gewesen, wenn es schlimmer gekommen wäre? Wenn ich mir Gliedmaßen gebrochen hätte, wenn ich Quetschungen, was weiß ich, eine schwere Verletzung gehabt hätte. Versteht ihr? Das heißt, das, was uns Gutes widerfährt oder was uns nicht so Schwerwiegendes widerfährt, genauer anschauen und sagen, oh, danke, danke, dass es so leicht nur abgegangen ist, weil es sein kann, dass es sich um eine symbolische Ablösung eines vielleicht schwereren Karmas gehandelt haben könnte. Ich sage mal so, weil es muss nicht immer so sein. Aber wir sollten immer es als Warnung betrachten, wenn uns überhaupt etwas passiert. Zum Beispiel, wenn ihr nur mit dem Fuß umknickt beim Laufen oder wenn ihr euch stoßt. Schmerzhaft. Immer innehalten sofort. Fragen auch, ui, was habe ich denn gerade gedacht? Vielleicht ist das jetzt auch gerade eine Rückwirkung auf irgendwelche Gedanken, wo ich mir vielleicht ein bisschen mehr Karma hätte aufgeladen, wenn ich in die Richtung weiter gedacht hätte. Vielleicht auch eine Hilfe. Also mal so die ganzen Ereignisse, die um einen herum sind und die man beobachtet und erlebt, mal genauer betrachten. Ja, und das ist eben sehr, aus meiner Sicht sehr wichtig, dass wir uns diesen Sinn des Lebens genauer anschauen und dass wir dann eben auf dem richtigen Wege sind und alle Dinge leichter vonstatten gehen und geschmeidiger. Und je länger wir auf diesem Wege bleiben, desto leichter wird es. Es kann sein, wenn man erstmal anfängt, mit diesen Gesetzen sich darum zu kümmern, zum Beispiel diese drei Bücher liest, ja, dann kann es schon mal eine Weile hoch hergehen im Leben. Ich erinnere mich, als mir das passiert ist, als ich vor, ja, jetzt sind schon fast knapp 16 Jahre, die ich diese drei Bücher lese. Und ich bekam sie damals, ich hatte die Geschichte schon mal erzählt, über einen Physiker, der in einer Fernsehsendung war und als Experte eingeladen war. Und der Dinge von sich gegeben hatte über Naturgesetze, wo ich als eingeladener sogenannter Promi in der Sekunde kerzengerade saß und hörte und mich fragte, was redet der denn? Woher weiß der denn was hier über die Naturgesetze? Und ich hatte gerade vorher noch Stephen Hawking gelesen, diesen berühmten Physiker, der nach diesem einen Gesetz gesucht hatte bis zu seinem Tod, das, wie Goethe es ausgedrückt hatte, die Welt im Innersten zusammenhält. Und dieser Physiker hockte da in dieser Sendung und redete von drei Gesetzen, die er erklärte. Und ich dachte mir also, der weiß mehr als Stephen Hawking. Das kann ja wohl nicht sein. Und bin dann zu ihm hin und habe ihn gefragt, woher er das alles wüsste. Und er hatte lange beim Max-Planck-Institut gearbeitet, in München-Garching. Und er hatte mir dann gesagt, ja, das sind drei Bücher, drei Bände, die heißen Im Lichte der Wahrheit und da stehen diese Gesetze drin.
Und ich habe sofort gesagt, ja, und wo bekomme ich die denn? Weil ich dachte, das sei ein Geheimwissen. Das ist irgendwo, was weiß ich, im Schrein in Japan, in einem heiligen Schrein oder so. So hatte ich gedacht. Und sagt dann, na, da gehen Sie zum Hugendubel oder zu Thalia und kaufen sich die Bücher. Und dann habe ich sie mir gekauft. Und ich war damals ja noch Tagesschausprecherin und eine ganz prominente Person. Und dann las ich die Bücher und schon im ersten Band wusste ich, au weh zwick, in dem Job kann ich nicht mehr weiterarbeiten. Das geht leider nicht mehr. Alleine aus Verantwortungsgründen. Ja, und dann folgte ja sehr kurz darauf, dass ich das, was ich als gewordene Mutter erlebt hatte und erkannt hatte, dass die Mutter-Kind-Bindung, die Notwendigkeit des Stillens und so weiter in der breiten Öffentlichkeit völlig fehlte, ich dann Bücher dazu veröffentlicht hatte und den Mediengeiern, Aasgeiern zum Fraße vorgeworfen wurde. Und da habe ich ja eine turbulente Zeit erlebt. Also da hat sich das Unterste nach oben gestellt und das Oberste nach unten und mein altes Leben, adios, das war vorüber. Und ja, es heißt in den Büchern an irgendeiner Stelle, wenn man diese Bücher in sein Leben lässt, beziehungsweise, es ist falsch ausgedrückt, wenn man sich dazu entscheidet, die Naturgesetze lernen zu wollen und auch am Anfang gegen Widerstände arbeiten muss, so ist es letztendlich das Zeichen dafür, dass man besonders begnadet ist, je heftiger es wird. Und ich wusste damals, damit habe ich mich auch gerettet und habe gesagt, okay, wenn das eine besondere Gnade sein soll, dann werde ich sie dankbar annehmen, dann ab durchs dunkle Tal und Blick nach oben, schwere Zeiten durchmachen, aber am anderen Ende des Tunnels gestärkt herauskommen. Und das kann man heute wirklich sagen, ich könnte zum Beispiel diese Abendgebete niemals machen, wenn ich diese Bücher nicht hätte. Niemals, weil wenn man diese Bücher anfängt zu lesen, fängt man an, die Welt zu verstehen. Man ist dieser Adler, der hochsteigt und sich einen Überblick über das Gesamte, die Zusammenhänge, wie alles aneinander hängt, zu machen. Man fängt an, die Welt zu verstehen. Man beginnt das zu begreifen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und man erkennt vor allem eins: Es gibt nur einen Schöpfer. Es gibt nur einen Gott. Es gibt diese immense Gotteskraft. Und natürlich, die Bücher bauen auch auf aus den Aussagen Jesu. Also sie verneinen ihn nicht nur nicht, sondern sie unterstützen all das, was er gebracht hat und erklären es. Du fängst erstmal an, Jesus zu verstehen, wenn du diese Bücher liest. Auch diesen Zusammenhang. Ja, und vieles, vieles, vieles mehr. Es ist dieses, wie soll man sagen, dieses universelle Denken. Es ist nicht so eine Schublade, sondern es breitet sich aus und vieles weiß man schon. Und es wird aber nicht nur erklärt und untermauert, sondern das, was man schon weiß, wird plötzlich erweitert. Der Blick öffnet sich noch viel weiter und man sagt, meine Güte, wenn ich das alles gewusst hätte. Ja, also und das ist eben das, was für uns heute für diesen Umbruch so notwendig ist. Diese Bücher sind geschrieben worden vor knapp 100 Jahren. Und sind exakt für diese Zeit jetzt hier gedacht. Es steht auch auf fast jeder Seite, wenn es um das jüngste Gericht, um diesen Übergang geht, um die neue Zeit, die wir erreichen wollen. Und die letzten 15 Jahre habe ich diese Bücher gelesen, immer mit dem Wissen, es kommt etwas auf uns zu. Und es steht auch drin, beeilt euch zu lernen, zu lesen, das zu verstehen, chronologisch bitte immer, weil es aufbauendes Wissen ist. Und beeilt euch, eure Entwicklung voranzubringen, denn der Umbruch kommt über Nacht. Und genauso ist es gewesen.
diese Mikrobe, das kam ja praktisch über Nacht, völlig unvorbereitet. Völlig unvorbereitet wurde unsere Welt einmal umgestellt. Und jetzt sind wir in einer anderen Welt. Aber wir sind nicht in einer anderen Welt. Es ist dieselbe, es ist dasselbe Dunkel. Es zeigt sich jetzt nur viel mehr. Und es wird nochmal alles nach oben lodern. Das Dunkel bäumt sich jetzt nochmal auf, zerstört sich aber schon selber damit. Und wir sind sozusagen beteiligte Zaungäste. Also wir sind nicht nur am Zaun, sondern wir sind im Geschehen drin, aber gleichzeitig können wir es beobachten. Und mit dem Wissen dieser Bücher verstehen wir genau, was jetzt passiert. Und das ist am Ende dann auch der Grund, warum man mehr oder weniger völlig gelassen durch diese Zeit geht. Weil man im Gottvertrauen ist, in der absoluten Zuversicht und weiß, am Ende wird alles gut. Und wenn man sagen kann, ich tue alles dafür, dass es am Ende alles gut wird. Ich versuche mich zu verbessern. Ich ändere mich. Ich versuche die Gesetze in mein Leben täglich zu übernehmen, sie lebendig zu machen für mein Leben. Dann wird man auch belohnt, aber richtig. Und dann darf man es jeden Tag mehr spüren, welcher Lohn vom Himmel kommt. Abgesehen von den vielen Hilfen, die man plötzlich auch erkennen lernt und nur noch dankbar auf die Knie fallen möchte und sagen möchte, was bin ich begnadet, dass ich das jetzt hier so erleben darf. Jo, jetzt ist das wieder länger geworden und ich wollte euch, und das tue ich auch noch jetzt, nämlich diese wirklich wunderbare Zuschrift zu den Rauhnächten vorzulesen. Die Rauhnächte, das ist ja die jetzige Zeit. Gestern ging das los mit der Wintersonnenwende. Und wofür sind die gut, beziehungsweise welches Ritual ist hier empfehlenswert? Und ich habe meine gute Bekannte eben auch gefragt, ob sie das kennt. Sie hatte dazu auch einige Einlassungen noch. Aber ich möchte euch jetzt mal das von heute Morgen vorlesen. Also, eine Leserin des Kanals schrieb, ihr gehört seit März zu meinem Tagesablauf dazu. Als kleines Dankeschön möchte ich euch und den Abonnenten eures Kanals in Bezug auf die Rauhnächte ein wunderschönes Ritual mitteilen. Das Ritual der 13 Wünsche für das neue Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr es schon kennt. Ich selbst habe es vor Jahren von meiner Godi mitgeteilt bekommen und praktiziere es seitdem jedes Jahr mit großer Freude. Es geht dabei um die ganz persönlichen Herzenswünsche für das kommende Jahr. Ja, ich denke, da haben wir einige. Die Rauhnächte gelten ja seit jeher als heilige Nächte um den Jahreswechsel, die mit verschiedenen Ritualen begangen wurden und werden. Das Ritual der 13 Wünsche funktioniert folgendermaßen. Wähle für dich 13 Herzenswünsche aus, die du auf 13 identische Zettel schreibst. Im Idealfall bildet sich der 21.12. an. Ich mache es meistens am 23.12., nachdem ich alle Geschenke eingepackt habe. Ich zünde eine Kerze an, trinke ein kleines Gläschen Wein, schreibe dabei meine 13 Wünsche auf jeweils einen Zettel und lege die Zettel zusammengefaltet in eine schöne Schachtel. Ich gehe da ganz kurz rein. Ich würde den Wein übrigens erst hinterher trinken, damit nichts getrübt ist von den Geistesstrahlen, während man das aufschreibt. Hinterher, klar, gerne, aber wenn ihr auch betet oder Rituale macht, versucht immer, dieses ohne Alkohol zu machen, weil der Alkohol verändert ja auch sofort die Blutausstrahlung und damit auch eure geistige Arbeit. Okay, aber weiter. Wichtig, schreibt sie, ist dabei, dass die Wünsche, die man auf die 13 Zettel schreibt, ganz konstruktiv sind und in der Gegenwart formuliert. Also,
Am Abend des ersten Weihnachtstags ist es dann soweit. Wenn es dunkel ist, gehe ich raus und ziehe mit Ruhe und Achtsamkeit einen meiner Zettel. Ohne den Zettel zu öffnen und nochmals zu lesen, übergebe ich ihn dem Universum, indem ich ihn feierlich draußen verbrenne. Die Asche übergibt man dann der Erde und lässt los. Dieses Ritual macht man nun an allen aufeinanderfolgenden Nächten, vom Abend des 25. Dezember bis zum 5. Januar und übergibt so die Wünsche ans Universum. Man sagt, der erste Wunsch steht für Januar, der zweite für Februar und so weiter. Lustig zu sehen, dass manche sehr gut brennen und manche echt nur mit Mühe verbrennen, schreibt sie hier. Am Ende, also am 6. Januar, bleibt einer der Wünschezettel übrig. Diesen Zettel darf man feierlich öffnen und ist für die Erfüllung dieses Wunsches selbst zuständig. Sie schreibt noch, mir macht dieses Ritual immer sehr viel Freude und es ist immer wieder schön. Vielleicht können sich ja noch mehr dafür begeistern und es darf gerne veröffentlicht werden. Also mir gefällt das richtig, richtig gut, denn ja, wir kommen so in unsere eigene Kraft. Und gerade wenn es dann ein Wunsch ist, für den wir selber zuständig sind und den wir selber erfüllen müssen, könnt ihr euch ja vorstellen, dass das für uns überhaupt die Aufgabe sein muss, die wichtigste ist. Und dass ihr den richtigen Zettel da bekommt, da könnt ihr den Helfern vertrauen. Und ich bedanke mich jetzt fürs Zuhören, werde mich jetzt noch ein bisschen der Aktivierung der Zirbeldrüse hingeben und wünsche euch ein schönes gemeinsames Gebet zur Hebung unserer Erde, zur Öffnung unserer dritten Augen, zur Genesung und Heilung dieser schönen Welt.